willkommen zu einer neuen Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf unserem Roleplay-Projekt auf der Grünfelder Land. Oh, Albert ist verknackt und sitzt neben mir. Servus. Servus. Grüezi. Hey, Telefon-Moment. Volker Varuna, hallo. Hi Volker, Sunny hier. Hi. Ich wollte mal fragen wegen dem Führerschein da. Ja. Wird ja mal Zeit, dass ich den langsam mal mache, ne? Ja, wäre sinnvoll. Nicht, dass sich der Richter noch irgendwie anhält und der das rauskriegt. Na, der Richter hat ja momentan sowieso ganz andere Probleme. Okay. Jo, bist du auch auf dem Weg zum 1. Mai-Treffpunkt? Noch nicht, weil irgendwie gesagt wurde, 20 Uhr erst. Nee, vorher müssen wir schon dort sein. 20 Uhr wäre zu spät. Also ich bin gerade beim Händler unterwegs, auf dem Weg. Okay, dann fahre ich schnell los. Ja, die anderen sind glaube ich schon da. Dann können wir ja dort kurz nochmal drüber quatschen. Alles klar. Gut, bis später. Bis später. Tschüss. Stimmt, da war ja noch was mit dem Führerschein. Können wir auch noch ein bisschen Geld verdienen. Kannst du gerade mal an die Gemeinde 800 Euro überweisen? Eine Gemeinde? Ja, Steuern von den Holzkohle. Der Richter, ne? Jupp. Wie viel Kohle? 800. Nicht, dass der gleich kommt und behauptet, wir hätten nichts bezahlt. 100. Meinte Richter. Jupp, dann wir schon. Und dann müssen wir noch, warte mal, noch 4.700 ans LU. Wir kommen da. Scheiß Gemeinde. Volker Varuna, hallo. Hallo, Polizeiinspektion Grünfelder Land, Richter. Ich wollte mal fragen, heute Abend ist ja was. Wo ist, befindet sich das noch, oder ist es nochmal? Überfällt 140, oder? Ja, ich weiß zwar nicht, weshalb die alle gerade in die falsche Richtung fahren. Aber, ja. Ja, dann sind wir schon da. Ja, dann ist er schön für Sie. Ich habe Ihnen gerade 800 Euro überweisen lassen für die Holzkohle an Steuern. Ist angekommen. Aber freut mich. Tschüss. Tschüss, bis später. Jo. Achso, das war der Landhandel. An LU. Lohnunternehmen. Unternehmen Landhandel, ne? Ja. 4.700. Der Mietplatz, ne? 4.700. Ja. Da mache ich einen Herrn Neumann. 4.100, ne? 900, warte. 4.700, so. 4.700. Ey, was ist denn jetzt los? Bin ich unkonzentriert. Oh, hinter uns ist jemand. Ja, hoffentlich keine Polizei. Was? Und der Herr Neumann. Ah ja. Der LKW. Der Polizei kann keiner gebrauchen. Ne? Ich blink mal rechts, vielleicht checken sie das, dass sie überholen können. Denn sie wollen nicht. Ja, gleich da, wa? Ja. Vielleicht. Ich hab ein schwarzes Auto. Überholt aber nicht, da traut sich nicht, ne? Nee, der checkt das glaube ich nicht. Hat er Pech. Ja, denke ich auch. Wenn ich will, da hat schon, ne? Ja. Türkischen Tee habe ich mir neulich mal gekauft. Was für ein Ding? Türkischen Tee. Birkentee. Nee,
Mit türkischen. Ach, türkischen Tee. So, ja, Chai, das ist gut. Zum grünen Tee ist das hier so ein auflösbarer Tee, ne? Schmeckt hervorragend. Oh, richtig lecker. Ja, ich denke mal, wenn dann Pfefferminztee, wenn ich krank bin, oder schwarzen Tee, wenn ich so zum Frühstück oder so. Schwarzen Tee nur mit Schuss. Nee, mit Zucker. Das Wodka rein oder so. Ach. Kein Fall, ey. Da fliegt dir alles weg. Bist aber wach. Schmeckt so widerlich. So, da sind wir gleich. Da vorne das weiße Auto, da muss man hin. Da gibt es ja eine neue Eröffnung. Nee, aber ich dachte, zum 1. Mai könnten wir doch mal eine Wanderung machen. Ach, das auch noch. Wandern. Ja. Ich wandere ja so gerne. Oben gibt es ein Bier, Albert. Ach, das auch noch. Ja, dann bin ich der Erste. Ja, das habe ich mir gedacht. Und ein halbes Schwein zum Essen. Oh, jetzt habe ich den Motor ausgemacht. Ey, wie? Oh Gott, wer ist denn das? Was? Wer ist denn das da, der da steht? Der Schwarze, der vor uns gekommen ist, der König oder wie der heißt. Wie die geparkt haben, ey. Wie die größten Helden. Das wollte der LKW rein irgendwo, wa? Ja, manche haben das Parken nicht gerade erfunden, ne? Nee, vor allem, wahrscheinlich ist es eher die Polizei. Aber wir haben es ja geschafft. Na klar. Gut. Herr Neumann ist auch bezahlt worden, haben wir jetzt alles bezahlt, was geht, ne? Jo, aber warte mal, da kommen noch welche. Hallo, Herr Neumann. Der ist noch nicht da. Vielleicht mal eine rüber. Hallo. 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 Neumann. Oh, da kommt noch einer, da kommt der Jürgen, glaube ich, mit dem Audi. Bezahlt, wir haben ihm was überwiesen, ne? Haben sie ja bekommen, ne? 4.700. Achso, das war dir's. Wir stehen hier im Weg, ey. Geh mal weg, runter von der Straße. Alter, ey. Sag mal. Gib Gas, fahr rein da. Oh, stehen die alle auf der Straße? Immer diese Audi-Fahrer, ey. Boah, ey. Müller, ey. Wird der mir hinten reingeprettert, ey. Ich hätte ihn aus der Karre rausgezogen. Der Müller hat doch irgendwie zu viel Bier gesoffen. Jetzt schon. Wo ist denn eigentlich der Richter? Ist der schon da? Wir hatten hier neben das famose Auto geparkt. Wahrscheinlich du. Irgendwann mal. Nee. Oh, bestimmt nicht. Keine Ahnung, wo die Richter sind. Wo der Richter ist. Hallo, die Damen und Herren. Wer sagt das? Ja, komm, sag die Dame, zieh rein da. Ja, Müller. Hast du gesoffen oder warum kommst du so an, ey? Müller, was klappt mit dem Audi? Herr Julian, schrei mal nicht so. Zimmermann, der kommt ein bisschen später, der ist mit Fahrstruck unterwegs, aber... Ah, ich hab grad schon Fahrrad verstanden. Okay. Deswegen ey, später Fahrstruck. Was ist denn ja eigentlich der Anlass, warum wir hier sind? Na, der 1. Mai, Leute. Ja. Das ist der Maibaum. Der, hier wo ist der hast Maibaum? Du doch ganz viele im Wald stehen. Ja, das darf sind, ich einen umsägen? Das sind keine Maibäume. Ich säg ihnen auch gleich was. Ja. Ich ja. Auch. Ich hab einen. Ja, gut. Was, wo? Ja, du schickst. Ziehst du jetzt das Eichhörnchen? Oh, da kommt jemand. Da hinten kommt jemand. Wer ist denn das? Das war ein Johnny. Das ist ein Johnny. Der hatte wohl kein Geld. Hui. Dann ist es L.U. Herr Müller. Nee, oder? Was, sind die Felgen gelb? Hat der Bauer kein Geld? Doch, dann Herr Müller. Was? Passen Sie auf, was Sie sagen, sonst kaufe ich bei Ihnen nichts mehr. Sind die Felgen rot? Hat der Bauer ganz schön viel Power. Sind die Felgen rot, ist der Bauer tot. Nee. Steht der Fendt im Wald und zittert, hat er wohl in den Hirsch gewittert. Ja, der leere Hirsch lebt aber nicht. Ist das ein 8R? Wir hatten hier bitte ein 8R. Das ist LU. Weg damit! Bonzen, ey. Schrottpresse! Boah, ey, riesig! Graue Felgen sind immer noch die schönsten Felgen. So, graue Leute. Ich glaube, der Parkplatz ist voll. Ja, sieht schön aus. So. Da würde ja, so, also, in der Hoffnung, dass er einparken kann. Oh, die armen Hecken. Bro. Oh.
Oh. Steh daneben dran. Das war knapp. Aber wow. Hier, das ist. Aber hier, uiuiui. Ja, das nenne ich Talent. So, wer ist denn jetzt alles hier? Talent war doch eben auch noch hier. Wer ist denn das mit dem Gott, die sind schon oben. Ja, ich bin, Leon. Das ist mein Bruder, das ist der Leon. Naja, okay. Gut, dann, Aber hier fehlt doch noch jemand. Aber irgendjemand soll neu sein, habe ich gehört. Wo ist denn das? Das ist der Herr, warte, hier, der Herr Trissler. Ah, guten Tag. Moin. Guten Tag. Ich bin vom Gemeinderat, der Volker Varuna, hallo. Ah, ich habe schon von Ihnen gehört. Ja, das freut mich, dass sich mein Name rumspricht. Ich hoffe mal nur Gutes. Ja, nur Gutes. Da gibt es andere Leute, von denen man nicht so Gutes hört. Jetzt lassen Sie die Polizei mal im Dorf. Wo ist denn apropos Polizei, wo ist denn die überhaupt hin? Keine Ahnung, die standen hier oben, oder? Die sitzen wahrscheinlich im Wald und blitzen. Ey, weißt du, was die blitzen? Die Ameisen. Da hinten kommt dein Mitarbeiter, Resex. Ja, wir sind hier eben vorbeigefahren, ne? Da standen die hier wie so zwei Spanner, gucken uns hinterher. Und dann auf einmal gehen sie hier hoch, gemütlich. Und jetzt steht die Karre noch niemals hier. Haben sie die Karre mit hochgenommen? Ey, dann schlepp ich sie ab. Ne? Sind starke Polizisten. Wollen wir mal hochgehen und gucken? Kommt doch mal jemand. Ja. Wenn der Fast-Track da ist, dann können wir gemütlich hochlaufen. Oben warten natürlich ein paar Kisten Bier, die habe ich Ihnen versteckt. Ja, das ist das Beste. Sind wir noch an Ostern? Nee, aber... Ich glaube, der Parkplatz muss erweitert werden. Ja, das passt schon. Möglich. Aber ich hoffe, es ist alkoholfrei. Ich habe gute Connection zu den Stadtplaner. Ja. 100%. Meinen Sie wirklich, der Parkplatz muss erweitert werden? Sieht ja, so aus, also wenn wir uns noch... Obwohl, wenn hier mit dem Tatra noch ein bisschen daneben rutscht und dann den John Deere und da vielleicht passt noch einer drauf. Ja, aber zwei Stellflächen, drei Stellflächen. Soll man den erweitern? Okay. Geben Sie das mal weiter an die Stadtplaner. Und wenn hier das Auto nicht ganz so schief parken würde? Ja, den müssen wir vielleicht mal abschleppen lassen. Der hat schon gar keine Scheiben mehr. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wer den vergessen hat. Das ist das Auto von der Polizei. Ich hätte. Das wird das neue Auto von der Polizei. Müller. Das Auto sieht ziemlich verschimmelt aus. Gut, liebe Leute, dann wünsche ich viel Spaß. Weg vom Moos durch. Hier geht's nach oben. Oben warten ein bisschen Speis und Trank. Und dann begehen wir mal den 1. Mai wieder so ein bisschen traditionell. Ach, da sind die. Und das nennt man Wanderweg. Ah, die meinen auch, die können ja alles machen. Alle in Weg stellen. Sie, einmal alle das Polizeifahrzeug umzingeln. Und alle einsteigen. Hallo! Alle einsteigen. Was denken Sie sich dabei? Das ist der gute Waldboden. Wir wissen schon, dass das ein Gehweg ist und kein Fahrgehweg ist. Wir wissen, jetzt gehen Sie mal hier alle, wir wollen hier aussteigen. Sie können hier jetzt nicht mehr raus, Sie bleiben jetzt im Auto sitzen. Was soll denn das? Jungs, da, ihr Flitzpiepen, raus aus der Karre, die ist beschlagnahmt. Oben noch gerade in Einsatz. Ich bin jetzt neuer Polizist, raus aus der Karre. Albert, drück einen ab, okay? Ja. Die nehme ich jetzt mit. Auto. Wenn da oben Einsatz war, dann heiße ich Jesu. Volker? Ja. Dürfen die hier hochfahren? Nein, natürlich nicht. Gemeindegrund, okay, dann nehme ich die Karre mit. Raus aus der Karre. Meinst du, was da alle für Lebewesen hier in dem Waldboden stecken? Ey, guck mal, können wir das Ding nicht umschubsen hier? Wir hatten ja. Komm, ey, ja! Komm, Albert! Komm, volles Rohr umschubsen, die Karre! Du kannst bei mir verkaufen, wenn du willst. Ja, Blaubeer? Schwarzgeld? So. Komm, lass sie mal den Berg da runter kullern! Zu Geld sind wir nicht rassistisch, okay? Wir nehmen alle Geldfarben. Hauen sie nicht raus. Geben sie an die Stadtplanung auch mal weiter, dass da unten eine Schranke hinkommt oder sowas. Ja. Oder so Betonpoller. Ja, voll Idioten hier. Wir machen uns jetzt auch zum Bild. Ey, warte mal, lass den Benzin raussaugen. Echt, ey. Kann man irgendwie ein Loch in den Auspuff machen? Ein Loch in den Auspuff, genau. Also, ich laufe jetzt weiter, was zum Beispiel. Der Führerschein im Lotto gewonnen. Ja. So, ich schlepp die Karre jetzt ab. RaySex raus da. Karre ist abgeschleppt. Oder eine Bank unten hin oder so ein Mülleimer. Aussteigen. RaySex raus da. Aber sofort. Aussteigen, RaySex. Oh, die Polizei. Jürgen RaySex. Bitte einmal aussteigen. So. Der eine hat aber auch nicht so eine hohe Durchsetzungskraft da. Haben sie beide nicht. Stimmt auch. Warum schreien die denn so laut, ey? Weil sie sich sonst nicht durchsetzen können, auch wenn sie es sonst nicht können.
kann eh nichts. Die Polizei ist nicht autoritär genug. Ja, die haben keine Autorität. Uiuiui, oh, das ist aber ein schöner Wanderweg hier. Ist das Bier? Der rennt hinter mir her! Hilft mir! Der rennt jetzt hier wie so ein Zombie. Der rennt hinter mir her! Alter. Ja. Uiuiui. Ey, das ist aber ein schöner Ausblick. Oh, das ist aber ein schöner Ausblick. Kann man auch in den Turm reingehen? Nee, das ist verboten. Das ist unter Denkmalschutz. Achso. Selbstmordgefährdung, die kann auch runterspringen. Ja, kann vielleicht mal. Können gewisse Personen vielleicht mal drüber nachdenken. Ich fange jeden auf. Ja, ich wäre damit. Prost! Prost! Wer fängt wen auf? Schönen 1. Mai wünsche ich jeden allen. Jo! Ich springe nicht. Aber passen sie auf. Für die Gegend. Ja, stimmt, bei dem Gewicht machst du mich flach. Boah, aua. Und schön weit gucke ich da mal. Haben wir alle was von. Ah, oh, schön. Endlich mal nicht mehr arbeiten, ey. Ganze Woche war stressig. Ja, mehr als stressig. Ich habe immer noch nicht von den, wie hieß er? Von den beiden hier, blau, genau. Müller? Habe ich immer noch nicht verkauft gekriegt. Müller? Werde ich aber als nächstes machen. Was ist der Müller? Was haben sie denn da zu verkaufen? Das ist doch das aus der Versteigerung. Was wollen sie verkaufen? Die wollen das doch aus der Versteigerung, was nicht weggekommen ist, in Export geben. Okay. Ja. Herr Cordes, die leben aber auch gefährlich. Kurze Information noch an die Bürger und Bürger, weil Bürgerinnen haben wir leider keine. Noch nicht. Vielleicht kommt ja mal was irgendwann. Kurze Information. Die Stadtplaner haben für nächste Woche eine Änderung angekündigt, beziehungsweise wird da über Nacht relativ schnell noch diverse Sachen aufgebaut. Die polnischen Arbeitskräfte sind halt einfach flott wie der Wind. lassen Sie sich überraschen, was da alles passieren wird. Klettere. Lukas? Was? Nicht da runterfallen. Stefan, komm, wir fahren. Seien Sie mal konzentriert hier. Wenn ich halt mal was klettern will. Du kommst jetzt aber auch mit. Ich habe keinen Bock, dass du stirbst. Nee, ich kann das. Ich schub sie gleich runter, wenn sie nicht aufpassen. Was? Die Polizei ist gerade weggefahren, also von dem her kann ich sie einfach schubsen, also passen Sie auf. Die Polente kann doch sowieso nichts. Wie gesagt, da wird ein bisschen was passieren hier. Und ja, gut. Machst du da nichts? Hast du irgendwelche Informationen? Volker? Hab dich angezählt. Kannst du Du hast doch den Draht hier zum Stadtplaner. Ich weiß es, ich wollte mal wissen, ob du auch etwas weißt. Ich weiß nur, dass da hinten irgendwo bei Feldkirchen ein neuer Feldweg hinkommt. Mehr weiß ich eigentlich nicht. Leon, jetzt komm mal her. Warum sollte ich? Das ist gemütlich hier. Ich habe aber trotzdem Angst um dich. Von ihm, dass irgendwo eine Produktion hinzukommt. Was für eine? Klopapier. Döner. Oh! Döner. Mach geil! Racex muss aber viel. Hey, Volker! Auch der Metzger angepasst. Volker! Ja, bitte. Komm mal kurz mit. Komm mal ganz kurz. Leon, mit. Ist doch schön hier, ne? Nein. Doch, ich muss dir ganz kurz so zeigen. Leon, du kommst jetzt auch gleich was. Das nennt ne? Leon, willst du noch ein Bier? Nee, ich trinke nichts. Getränke bräuchte. Ja, alkoholfrei. Ich glaube, der Jürgen hat schon zu viel Bier. Gib halt mal her. Wenn's alkoholfrei ist. Julian, ja, okay, warte, ich schenk dir ein. Julian, hast du den Kasten ich schenk mitgenommen? Dir ein. Ja, aber nur solange es alkoholfrei ist. Ja, Julian, Leon. Hat den Kasten dabei. Ja. Was denn? Der Bauhof gibt eine Runde. Jo, danke. Jungs, der Leon trinkt offensichtlich kein Bier. Ja, ich mein kein Alkohol. Was ist Hallo. Ja, besser ist er doch vorne auch. Ich trinke nur ey. Alkoholfreies. Unter die Bullen. Werf dir mal eine Flasche runter. Werf dir mal eine Flasche runter. Wir fahren hier, Leon. Ich dachte, wir sollten für die Sicherheit sorgen. Alles gut? Ja. Dass du die Flasche wieder aufheben musst. Albert. Wo hat denn der Richter eigentlich fahren gelernt? Alter, was machen die denn da? Gut. Schöne Gegend hier von hier. Ach, schöne Aussicht, ey. Herrliche Aussicht. So, ich würde mich aber jetzt verabschieden. Ich muss heute Abend noch ein bisschen was arbeiten. Muss nochmal zum Sägewerk. Gleich auch. Die Arbeit ist auch egal. Hauptsache, wir sind los. Zusammen. Ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Patrick? Tschüss. Patrick? Ja. Wir wollten noch was besprechen. Moment kurz. Patrick? Wolltest du was? Ja. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Folge vom 1. Mai auf der Grünfelder Land.
Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.